Willkommen zurück hier bei PP's Welt. Wir spielen wie immer live auf Twitch Subnautica rein ins kühle Nass heute. Bei den Temperaturen, die wir heute draußen hatten, lohnt sich das natürlich auch, sich ein bisschen abzukühlen. Ja, heute schaue ich mal, dass ich ein bisschen tiefer komme. Ich muss ja auch unter anderem Diamanten finden, die ich dringend brauche, um den Laserschneider zu bauen. Aber als allererstes, als eine der ersten Aktionen heute, werde ich das Tauchdock bauen. Dazu muss ich mir natürlich noch eine schöne Stelle aussuchen, wo ich das platziere, weil um das Tauchdock rum, wenn ich dann endlich diesen Mehrzweckraum gefunden habe, möchte ich natürlich meine erste Basis bauen. Ich weiß natürlich nicht, ob man hier auch mehrere Basen bauen muss oder ob das hier nicht nötig ist. Ich werde es dann sehen in vermutlich mehreren hundert Spielstunden. Ja gut, so viel werden es vielleicht nicht werden, aber in einigen Stunden. Ja, deswegen würde ich sagen, wir starten rein. Gehen ins Spiel. Was haben wir denn in unserem Inventar drin? Wir haben jede Menge Titan. Wir brauchen aber, glaube ich, Titanbarren. Schauen wir mal, was wir denn brauchen, um die Tauchstation zu bauen. Wo ist sie? Hier, das Tauchdock. Wir brauchen zwei Titanbarren, Schmierstoff und Blei. Blei haben wir dran. Titanbarren müssen wir machen. Machen wir doch gerade mal einmal. So brauche ich ja, glaube ich, 10. Genau, 10 Titan, 7 habe ich. Dann habe ich hier noch welche drin. Nein, hier habe ich nichts drin. Hüpfen mal kurz ins Wasser. Schauen wir mal kurz, was ich hier in meinen Spinden drin habe. Einmal drei, dreimal, wunderbar. Dass wir die richtigen Tasten finden. So, also zurück. Fabrikator benutzen. Jetzt haben wir 10 Stück, genau. Jetzt können wir noch den zweiten Titanbarren bauen. Wunderbar. Dann den Frachtbehälter. Okay, hier habe ich keinen Schmierstoff hier drin. Dann müssen wir wohl noch mal ins Wasser hüpfen. Ich hoffe, ich habe noch Schmierstoff da, sonst muss ich mir den jetzt erstmal holen. Also hier ist keiner. Ah, hier haben wir noch mal wunderbar Schmierstoff. So, jetzt müsste ich doch alles da haben. Jo. Was wir natürlich auch noch brauchen, ist selbstverständlich... Es ist eine Luke. Wofür brauche ich Quarz? Quarz habe ich noch. Zweimal Titan noch. Dann holen wir uns das doch auch gleich. So. Nehmen einfach mal noch mehr mit. Wer weiß, was ich noch bauen will. So, jetzt ist die Frage. Wo möchte ich denn mein Tauchdock überhaupt bauen? Also ich möchte es nicht direkt hier hinbauen, denn hier ist ein bisschen wenig Platz für die Basis. Bin ich auch gleich oben. Vielleicht ein bisschen weiter hier drüben. Hier. Ich glaube, hier wäre ein guter Platz. Habe ich überhaupt mein Konstruktionswerkzeug dabei? Ja. Setzen wir mal hier unten rein. So. Ein Tauchdock. Kann ich das irgendwie noch versetzen? Drehen? Mal kurz abbrechen, mal kurz Luft holen. Muss mal schauen, ob ich das irgendwie auch drehen oder sowas kann. Das wird bestimmt gehen. So. So, wunderbar. Tauchdock steht. Muss ich natürlich auch noch eine Luke ranbauen. Ja. So. Wunderbar. Jetzt ist hier was vermutlich noch nichts los drin. War natürlich keine Energie. Ja. Oxygen production offline.
dachte ich mir. So, ich muss jetzt noch Solarmodul, dazu brauche ich noch zweimal Quarz. Muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt noch habe. Schauen wir mal. So, also im Inventar habe ich einmal Quarz. Schaue ich mal, ob ich hier... Also hier war nur Titan. Hier ist kein Quarz drin. Hier auch nicht. Habe ich jetzt genau... Ach, Titan, egal. Und hier. Ah, hier habe ich gerade noch einmal Quarz. Okay. Gut. Da kann ich zumindest mal ein Solarmodul oben drauf setzen. In der Hoffnung, dass ich es nicht zu tief gebaut habe. Ich denke aber mal nicht. Ach, guten Abend. Ja, das hoffe ich auch. Erstmal muss ich hier nur Station konstruieren. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. So, wo passt du drauf? Warum passt du nicht drauf? Ah, verdammt, ah, doch hier. So. Einmal ein Solarmodul. Keuler, guten Abend, hi. So. Das reicht scheinbar schon. Wunderbar. Meine erste Basis, beziehungsweise mein erstes Basismodul steht. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt hier Strahlung registriert. Warum ist hier Strahlung? Warum ist hier an Bord jetzt Strahlung? Jetzt hole ich erstmal meine Seemotte. Und fahre mal mit der in mein schönes Tauchdock rein. So. Los geht's. Wunderbar sieht's aus. Herrlich. So, trotzdem weiß ich nicht, warum hier jetzt gerade eine Strahlungswarnung kam. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt ist sie wieder da. Warum ist hier Strahlung? Der Seite von der Basis, von dem Tauchdock nicht, oder wie? Und auf der Seite hier ist Strahlung. Tatsächlich, warum? Muss ich jetzt nicht ganz verstehen. Egal, ist mir jetzt im Moment auch mal egal. Ich muss jetzt mal schauen, was ich noch konstruieren kann. So, brauchen wir nicht. Hier. Hier können wir gebrauchen einen Wandspind. Zweimal Titan kann ich bauen. Ich sollte es natürlich auch bauen und nicht abbrechen. So. Dann kann ich nämlich jetzt mal anfangen, mein Zeug hier einzulagern. Es wird jetzt noch eine Weile dauern, hier ein bisschen hin und her schwimmen. Sage mal, wo kam denn der jetzt plötzlich her? Da war das sonst nie so ein Vieh. Warum greift er mich jetzt an? Hey, unglaublich. So, jetzt nehme ich das mal alles mit und lagere das mal drüben in der Basis ein. So, kann man auch noch was mitnehmen. So. So, und dann werde ich, sobald ich das hier jetzt ein bisschen so abgeschlossen habe, quasi umgezogen bin, dann will ich auch in die Tiefen vorstoßen. Ich brauche nämlich unbedingt Diamant. So, hier kann man doch bestimmt auch so einen Fabrikator bauen, genau. Oh, ich brauche dafür eine Tischkoralle. Die habe ich jetzt natürlich passenderweise nicht mitgenommen. Dann bauen wir halt noch so einen Wandspind. Kann ich den auch hier in die Kurve bauen? Ja.
So, wunderbar. Dann lade ich auch mal aus. So, wir machen mal hier Kupfer und Blei rein. Hier mal alles andere. Silber zum Beispiel, Silber und Gold. Der Rubin passt hier gut rein. Ich glaube, ich baue gleich nochmal ein. Kann ich nämlich in den das Salz reinhauen. So, da mal was essen und was trinken vielleicht. So. Gut, das Titan. Das Titan brauche ich auch noch ein. Brauche nochmal ein. So. Brauche ich hier mal das Titan rein. Das werde ich wahrscheinlich jetzt eh gleich alles verbraten. Für den Basisbau. So, Titan. Was hat man hier drin? Kupfer und Blei. Muss natürlich alles in Ordnung haben. Kupfer und Kupfer, Blei. Super, jetzt passt das nicht. Ist halt Kupferblei. Dass sie das Feld jetzt auch noch so limitiert haben. Na, hier war Silbergold. Silbergold. War mal eine Möglichkeit. Was habe ich hier drin? Hier habe ich alles. Rest, was übrig ist, der kommt da rein. So, dann geht's zurück. Restliche Ressourcen abholen. Eine Fahrt reicht wahrscheinlich nicht. Ich brauche noch zwei. Den Fabrikator muss ich noch bauen. Dazu brauche ich natürlich die Tischkoralle, die ich irgendwo eingelagert habe. Ansonsten muss ich mir kurz eine holen. Aber ich glaube, hier habe ich nämlich noch welche, genau. So, Inventar schon wieder fast voll. So, hier haben wir nämlich auch noch einiges drin. So, dann muss ich nochmal wiederkommen. Aber dann sind wir eigentlich schon fertig. Oder? Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles Wichtige dabei. Um den Fabrikator da drüben reinzuklatschen. Ich meine, nachts darf der die Energieversorgung nicht so Bombe sein. Wo sehe ich das? Da müsste doch irgendwo auch eine Energieanzeige sein, oder? Theoretisch zumindest. So, dann laden wir das mal hier aus. Hier kommt der Rest rein. Höhlenschwefel. Das Zeug hier. Fischkoralle. Aber wir wollten ja noch den Fabrikator bauen. Brauche ich den hin? Hier. Ja, ich würde schon sagen. Gold brauche ich dafür einmal. Und dann meinen Silbergoldschrank. Einmal Gold. Oben Mitte. Energieversorgung. Okay, danke für den Tipp. Ich schaue gleich mal. So, ein Fabrikator. Perfekt. Ach so, jetztle. Ja, die Anzeige hier oben in der Mitte unter den 23 Metern, verstehe. Aber gibt es hier nicht irgendwie so Solarpanels, wie es drüben in meiner Rettungsboje gab? Da gibt es ja so, nicht Solarpanels, da gibt es doch solche Solarmodule, so drei Energiedinger, wo man sehen kann. Jetzt lade ich erstmal aus. So, Moment, Kupfer hier rein, Blei hier rein. Halt, nicht umbenennen. Fischkoralle hier rein. Fisch esse ich mal kurz. Brauche ich unbedingt was zu trinken. Ich glaube, ich muss mir mal ein paar Fische holen. Oh, es ist dunkel geworden. Ich habe nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Einmal einen Fisch einfangen. Was ist das für ein? Achso, das ist der Glubscher gewesen. Ich könnte jetzt noch ein paar Blasenfische gebrauchen. Wo seid ihr? Da ist einer. Einmal. Aber einer ist ein bisschen wenig. Da oben ist noch einer. Zwei. Blasenfische, wo seid ihr?
sind die Blasenfische. Strahlung. Weitet sich die Strahlung aus? Weil die war das letzte Mal ja noch nicht so nah an meiner Basis dran. So, jetzt habe ich mal 3 Fische. Das scheint so, als wird die Strahlung schlimmer. So, Fabrikator benutzen. Halt. Wasser. Einmal. Zweimal. Einmal. Was? Ich habe nur 3 gefangen. Okay. Moment, die koche ich gleich. Weil ich essen ja auch gleich. So, den Glubscher. Den werde ich pökeln. Also einmal Salz rausholen. Der bringt sehr viel Nahrung. Den würde ich behalten. So. Dann trinken wir mal einen Schluck. Ich brauche noch mehr Blasenfische. Beiden Bumerangfische. So, jetzt sind wir mal wieder aus. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass ich so wenig Leben habe. Oh gut, okay, was müssen wir noch bauen? Scannerraum möchte ich den schon bauen, jetzt erstmal nicht. Ansonsten, das brauche ich ja erstmal nicht hier. Habe ja noch keinen weiteren Dinger dran. Was ich machen wollte, ich kann doch jetzt die Seemotte modifizieren. Oder habe ich, muss ich die Module auch erst finden? Der Kamikaze-Fisch, der hat mich so kaputt gemacht. Okay, krass. Keuler, gib mir bei dir einen kurzen Tipp. Ich muss mich mal kurz spoilern, in Anführungsstrichen spoilern. Die Erweiterungsmodule, muss ich die auch finden? Weil ich dachte jetzt, wenn ich das Ding hier gebaut habe, dann kann ich die Seemotte verbessern. So, wieder 100%. Okay, da muss ich eine Konsole bauen. So. Wind, Medikit, Kommunikator, Fabrikator. Die Batterieladestation, die muss ich auf jeden Fall noch bauen. Modifizierungsstation. Okay, Bestandteile unbekannt. Okay, das war's wahrscheinlich. Gibt's denn hier noch? Ja gut, die Stühle. Soweit bin ich noch nicht, dass ich hier irgendwelche Deko-Elemente aufstelle. Okay. Gut, dann muss ich das also doch erst noch finden. Aber was ich auf jeden Fall noch bauen werde, ich weiß nicht, ob ich den Kommunikator bauen muss. Ich meine, ich habe ihn ja drüben, das ist jetzt nicht allzu weit weg. Den Medikit-Fabrikator. Den habe ich auch noch drüben zur Not. Muss ich mir nur überlegen. Jetzt nicht, aber die Batterieladestation. Also Kupferdraht und Kabelsatz brauche ich dafür. Ich habe 2 Kupfer. Ich weiß nicht, wie viel Kabelsatz brauche. Halt hier Kabelsatz. Genau, 2 Kupfer. Ja, das ist wirklich ein Kamikaze. Aber dass der Kamikaze-Fisch mich so kaputt macht, damit habe ich nicht gerechnet. Hier hieß es gerade, das heißt ja nicht umsonst Kamikaze. Hat sich lustig angehört. Ja, da muss man aufpassen, wenn man irgendwelche. Normalerweise kommen die aber nur aus Höhlen raus. Deswegen war ich gerade ein bisschen schockiert, dass der mich so angegriffen hat. So, ich brauche 2 Silber für den Kabelsatz. Das haben wir ja alles da. Das war auch nicht mehr so bombeviel. Also, ich meine, jetzt habe ich ja mehr oder weniger. Nicht unendlich, aber sehr viel Platz zum Lagern. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen mehr ums Ressourcenbeschaffen kümmern. Außerdem habe ich ja drüben noch was drin liegen, fällt mir gerade ein. So, genau. So, jetzt kann ich die Batterieladestation bauen. Die baue ich hier direkt daneben.
So, genau. Noch haben meine Gerätschaften, glaube ich, alle genügend Energie. 86, 41. Okay, der Scanner ist schon ein bisschen runter, aber nur ein bisschen. Die Taschenlampe auch. Oder Seegleiter hat nur noch 13%. Das heißt, ich muss auch meine Batterie bauen. Was brauche ich denn dafür? Säurepilz. Den habe ich gerade nicht auf Vorrat, aber der liegt ja hier außen rum. Der liegt ja hier überall rum. Sammeln wir mal ein bisschen Säurepilz ein. Wäre auch noch Tischkoralle, haben wir auch direkt vor der Haustür. Ach, das gibt's doch nicht. Schon wieder so ein dämliches Vieh. Aua! Was ist denn das für ein Beginn heute hier? Unglaublich. Oh. Viertelstunde gespielt und schon zwei von diesen scheiß Kamikaze-Fischen haben mich erwischt. So, wie wechsle ich das jetzt? Wechsle ich jetzt die Batterie? Wie wechsle ich die Batterie? Ist doof. Also hier kann ich die Batterie reinstecken, das ist mir schon klar. So vielleicht? Nee. R drücken. Ah, R drücken. Sehr nett von dir, danke. So, volle Batterie rein, leere Batterie hier rüber schieben. So, okay, passt. Gut, die wird geladen, alles klar. Dann, was brauchen wir noch? Erstmal nichts, oder? Noch was zu trinken, würde ich sagen. Bin ich jetzt schon wieder leer. Und diese komischen, Säurepilze mal ausladen. Habe ich erstmal alles gebaut, was ich so für den Anfang brauche. Also laden wir mal aus. Titan. Alles, ich hab, so mega viel Titan habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ah, ich wollte noch rüber und den Rest holen. Ein bisschen was liegt da noch drüben. Lass ihn, so ist es lustiger. Ja, macht euch nur lustig. Aber das soll's ja. Es soll ja auch etwas unterhalten. Wäre ja langweilig, wenn ich alles komplett richtig machen würde. Dann gäbe es ja nichts mehr zu lachen. So, jetzt holen wir mal den ganzen anderen Scheiß hier noch rüber. Und meinen Helm auch. Sollte wahrscheinlich einfach mehr auf die Umgebung hören. Dann würde ich wahrscheinlich die komischen Viecher hören. So. Also hier, der Rest raus. 1, 2, 3. Das raus, das raus. Den Helm muss ich jetzt noch irgendwo unterbringen. Kupferdraht. Und schon ist der Rest spindvoll. Ist doch auch blöd. Doch, Moment, hier kann ich den Titanbarren unterbringen. Hier das Gold und das Silber. Den Rubin, der gehört ja eigentlich auch nicht rein. Aber ich lasse ihn mal drin. Ich hole mal noch ein bisschen Titan raus. 4 Stück brauche ich, glaube ich. Hier. So. Ausrüstung. So, und dann kommt hier der Helm rein. Und das andere Zeug eventuell. So, Titan wieder raus. So, jetzt haben wir mal diese Konstruktionsphase beendet. Und jetzt hüpfen wir mal wieder ein bisschen ins kühle Nass. Aber Moment, das Konstruktionswerkzeug muss ich ja jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Kann ich ja auch hier lassen. Scanner darunter. Ah, der habe ich ja schon unten. Werkzeugtaschenlampe, Seegleiter, das passt. Hä? Warum habe ich hier noch Leuchtfackeln drin? Die brauche ich nicht. Aber ich muss mir jetzt definitiv noch ein bisschen was zu trinken besorgen. Und was zu essen. So, ein Clubshow. Ach, verdammt! Zum Glück bin ich mit dem jetzt schnell genug hier.
Kommen die überhaupt alle her? Entstehen die beim Neuladen vom Spiel wahrscheinlich neu? Wo ist jetzt mein schöner Blasenfisch hin, den ich ja eigentlich gerade erspäht hatte? Wo ist mein Blasenfisch hin? Ich brauche doch Blasenfische. Nehmen wir halt noch so einen Klubscher mit. Wenn man sie braucht, sind sie mal wieder nicht da. Da ist einer. Einmal. Brauche noch mehr. Wenn ich eh schon mal hier bin, nehme ich von denen auch noch welche mit. Wenn wir noch ein bisschen Zeug bauen. Da ist noch einer. Das gibt's doch nicht. Wo seid ihr, Blasenfische? Habt ihr euch versteckt vor mir? Da hinten ist noch einer. Oh, mindestens noch einen. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. So, jetzt habe ich mal genügend. Wo ist meine Basis? Hallo Basis? Wo sind Sie? Hier. Dann einmal Luft holen. Warum wird meine andere Basis? Muss ich die jetzt per Boje markieren oder wie? Sieht fast so aus. Die sehe ich nur mittels der Seemotte, aber wenn ich die jetzt mitnehme, dann sehe ich die ja gar nicht. Das heißt, ich muss eine Boje bauen und meine eigene Basis markieren. Ist auch ein bisschen bescheuert. So, jetzt machen wir ein paar Vorräte und dann geht's los. Dann schwimmen wir mal ein bisschen. So, den Klubscher, ne, den Bumerang koche ich und den Klubscher, den pökel ich wieder. So, jetzt wollen wir noch mal kurz Salz holen. Ich habe ja noch, glaube ich, noch ein bisschen was da. Ja. Schmierstoff können wir noch machen. Die Markierung kommt mit dem Kontrollraum, wenn es den hier schon gab. Ah, okay. Ich weiß nicht, wenn es ihn schon gab, dann habe ich ihn auf jeden Fall noch nicht. Ich habe bisher nur den Scannerraum, den ich theoretisch noch bauen kann. Deswegen werde ich wohl eine Boje auslegen müssen. So, dann nehmen wir mal einen kräftigen Schluck. Und essen auch einen von den gekochten. Ja. So, dann lade ich den Scheiß hier noch aus. Rest. Moment, die Rest war doch schon voll, gell? Ja, das bedeutet, ich muss noch mal eine bauen. Als Konstruktionswerkzeug habe ich auch schon ausgeladen. War also doch noch nicht so ganz fertig. So. So. Hier kommt auch noch mal Müll rein. Das heißt Müll halt alles, was nicht so definierbar ist. Rest 2. So. Gut, sieht zwar scheiße aus hier um die Kurve, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, das muss ich irgendwann noch anders machen. Das sieht irgendwie ein bisschen scheiße aus. Wenn ich irgendwann Platz im Überfluss habe und mir egal ist, wie viele Schränke ich habe, dann nehme ich die zwei weg, weil das in der Kurve sieht irgendwie nicht schön aus. Und wer meine Oxygen-Streams sieht, der weiß, dass Schönheit vor Effizienz geht. So, okay. Haben wir alles? Vielleicht sollte ich mir noch ein Medikit mitnehmen. Das wäre gar nicht so schlecht. Da drüben haben wir ja noch. So, hallo liebe alte Basis. Halt, da wollte ich nicht rein. Medikit hier. Einmal Medikit mitnehmen. So. Dann war das doch eine wunderbare Aufbaufolge.
Aber an dieser Stelle, für die YouTuber wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht es richtig auf Tauchfahrt, gehen wir mal ein bisschen tiefer auf Diamanten- und Lithiumsuche. Also wir sehen uns. Macht's gut.